Im französischen Grand Est haben sich lokale Getreide- und Zuckerrübenbauern in landwirtschaftlichen Genossenschaften zusammengetan, um eine benachteiligte ländliche Region in das Zentrum für agrarindustrielle Forschung zu verwandeln. In Bazancourt-Pomacle werden jedes Jahr 1 Million Tonnen Getreide und 2,5 Millionen Tonnen Zuckerrüben weiterverarbeitet, um eine ökologische Kreislaufwirtschaft zu beliefern. Das Rezept ihrer Erfolgsgeschichte ist ein Geschäftsmodell, das inspiriert ist von einer nahtlosen Kooperation und Synergie verschiedener Schlüsselpartner. Zusammen erzeugen sie ein industrielles Ökosystem, in dem jeder vom anderen profitiert. Nehmen wir das Getreide als Beispiel. Nach der Ernte kommt es zur ADM Chamtor, wo es zu Tierfutter, Kosmetikprodukten und Klebemitteln verarbeitet wird. Die löslichen Bestandteile des Getreides werden weiter zu Cristanol geschickt, wo Ethanol hergestellt wird. Bei diesem Prozess entsteht CO2, das wiederum von Air Liquide aufgefangen und komprimiert wird, um gashaltigen Getränken hinzugefügt zu werden. Diese ökonomische Optimierung ist auch umweltfreundlich, da Abfallprodukte weiterverwendet werden. Neben den verschiedenen Produktionsanlagen gibt es in Bazancourt-Pomacle auch 2 Forschungsanstalten. ARD, Agroindustrielle Forschung und Entwicklung, und CÖBB, Europäisches Zentrum für Bioökonomie und Technologie. Hier suchen die Wissenschaftler nach neuen Herstellungsverfahren, die später auch von der ansässigen Industrie übernommen werden können. Diese Forschungsstrategie ist eine Schlüsselaktivität der Bioraffinerie. Immer wieder werden die bestehenden Methoden überarbeitet und verbessert, aber auch neue Prozesse entwickelt, um die Wertschöpfungskette zu optimieren. Einer der Begünstigten dieser Forschung ist Projet Futurol, ein ansässiges Start-up, das basierend auf Pflanzenzellulose Bioethanol herstellt. Auch Givaudan Active Beauty ist eine Firma, die die lokale Forschungstätigkeit in Kapital umwandeln konnte. Mit 25% Marktanteil ist sie der größte globale Aroma- und Duftstoffhersteller. 4 Schlüsselelemente führten Bazancourt-Pomacle zum Erfolg. Erstens, das Engagement der Landwirte in den Genossenschaften. Zweitens, ein Grundsatz von ihnen ist die Kooperation. Nebenprodukte werden in einem industriell kaskadierenden Prozess ausgetauscht. Drittens, stärkt die Integration von Forschung und Fertigungsprozessen die ansässige Industrie, was zum nachhaltigen Wachstum in der Region führt. Und viertens besteht eine starke und stete Bindung zu den Behörden vor Ort, die den Universitätsstandort mitfinanzieren. Dadurch wurde Bazancourt-Pomacle zu einem agroindustriellen Komplex und Innovationszentrum mit mehr als 1200 direkten und etwa 1000 indirekten Arbeitsplätzen. Ein Paradebeispiel in Europa, wie regionale Betriebe zusammenarbeiten können, um voneinander zu profitieren.